Hallo und herzlich willkommen zurück zum 25. und damit wahrscheinlich letzten Teil dieses Let's Play Lara Croft Tomb Raider Legend, gespielt von Rikawa. Und ja, wir wollen jetzt endlich mal dieses Vieh loswerden, weil es stinkt und nervt und mich ankotzt und ja. Ich. Hä? Oh, ich konnte gerade nicht laufen. So. Komm, verrecke. Und tap. Wo bist du denn? Das ist so gemein, dass der so gut ausweichen kann. Wenn man sich in einer Mauer versteckt, dann macht er eben so eine komische Bombe dahin, wo mich dann trotzdem trifft. Und ja. Und manchmal trifft man ihn, aber es fliegt scheiße, nicht an den Rand. Und es fliegt durch ihn durch. Das ist alles ganz schön zum Nachteil des Spielers. Na, stirb jetzt endlich. Da, guck, es ist gerade durch ihn durchgeflogen. So. Und reingesteckt. So. Jetzt. Verrecke endlich. So, und gleich kommt eine Riesenkatze. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich mir die Schuld gegeben. Dabei warst du es. Du hast sie getötet. Getötet? Sie ist nicht tot. Sie ging dorthin, wohin ich gehen sollte, wo du sein könntest. Bring jetzt endlich Licht in die Sache oder ich töte dich hier auf der Stelle. Du sollst das Schwert rausziehen, hab ich gesagt. Wo ist meine Mutter? In Avalon. Es ist
ein Mythos. Verstehst du das nicht? Du wirst es nie verstehen. Ich verschwende nur meine Zeit. Jede Sekunde, die du jetzt noch lebst, ist ein Geschenk von mir. All die Jahre dachte mein Vater, meine Mutter wäre am Leben. Ihn hat es angetrieben. Ich habe ihn deswegen bemitleidet. Alistair, geh sofort ins British Museum. Ruf mich an, wenn du dort bist. Nimm dir was zum Umziehen mit. Du wirst länger bleiben. Okay, ich bin weg. Sip, ruf Professor Eddington im Cavendish-Labor an. Arrangier ein Treffen. Ist gut. Was soll ich ihm sagen? Sag ihm, mein Vater hatte mit allem recht. Und dass wir vielleicht immer noch etwas tun können. Ja. Das war die epische Endszene. Das hier sind die Credits, wie man sich wohl denken kann. Und ja. Schöne Musik. Ich könnte euch jetzt noch ein bisschen voll labern. Mach ich jetzt auch. Ich lasse die Credits einfach laufen. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon wegschalten, weil jetzt passiert einfach nichts Spektakuläres mehr. Ich gebe noch ein paar Informationen jetzt raus. Zum Beispiel, dass ich überlege, ob ich die Zeitspiele hier machen werde und das auch noch hochstellen werde. Aber das Let's Play an sich ist jetzt beendet. So, das war jetzt mein erstes Let's Play. Ich möchte mich recht herzlich bei allen bedanken, die das gesehen haben. Danke an alle meine Abonnenten und so weiter. Als nächstes wird Tomb Raider 4 folgen. Es sind auch schon ein paar Folgen oben. Und Tomb Raider 4 wird dann unterbrochen wegen Guardian of Light mit Kikari. Und wenn Guardian of Light dann durch ist, werde ich Tomb Raider 4 weiterführen. Und danach mal sehen. Ja, was könnte man noch sagen? So viele Credits dürfen es eigentlich gar nicht sein. Das Spiel ist nämlich sau kurz. Ja, bla 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 bla. Was könnte man denn noch sagen? Ja. Ich kann es nur wiederholen. Ich bedanke mich echt bei allen, die das gesehen haben. Ja, das war jetzt billig. Ich schick euch allen eine Tafel Milka. So. Eine Tafel, sagt man das so? Ja, doch, schon. Ja. Ich mach übrigens auch, ja gut, es sind nicht direkt Vlogs, aber Videos über mich selbst. Ich mach auch, naja gut, Comedy. Der eine lacht drüber, der andere nicht. Man muss sich halt zum Beispiel ein bisschen mit Tomb Raider auskennen. Also, Comedy-Witz. Ich habe so Tomb Raider-Werbung verarschen, Kack-Scheiße da gemacht. Und ja. Was soll ich da eigentlich noch groß sagen? Mich würde es einfach mal freuen, wenn ihr euch meinen Kanal ansieht, meine Let's Plays weiterhin verfolgt oder auch andere Videos, die euch von mir gefallen. Und ja. Schaut euch auch ruhig mal die Kanäle an, die ich bei meinen anderen Kanälen und Best Friends, oder wie ich das jetzt genannt habe, reingetan habe. Die sind auch echt gut. Wen habe ich denn da alles drin? Also da habe ich einmal Kikari drin. Der hat mit mir gleichzeitig einen Channel erstellt, die Let's Play momentan Assassin's Creed 1. Und wie gesagt, das ist die, wo dann auch mit mir Guardian of Light spielen wird. Ist auch eine tolle Let's Playerin, macht auch so Anime-Lieder zusammen schnipseln, keine Ahnung. Also wer Animes mag, sollte da auch mal reingucken. Dann habe ich da noch Marcy da Fan und Tani94 drin. Das sind zwei super nette Leute. Also in Real Life heißen sie Marcel und Tanja. Die machen auch so unter anderem Tomb Raider verarschen, ein bisschen Resident Evil verarschen. Ja. Ist auch ganz witzig, sollte man auch mal reingucken. Dann habe ich noch Neo from Matrix 100 bei diesen Partnerkanälen stehen. Der macht auch super Videos, finde ich.
eigentlich von ziemlich vielen Sachen. Also einmal ist er ein totaler Matrix-Fan. Ich sollte sprechen lernen. Also ein Matrix-Fan. Und hat ein, zwei Lara Croft-Witz, glaube ich jetzt. Ich kenne nicht alle seine Videos. Dann natürlich Matrix-Videos und sonst was. Also er hat wirklich Videos für verschiedene Geschmäcke. Er let's played auch schon recht lange und ziemlich viel hat er schon let's played. Ja, jetzt muss ich überlegen, wen ich da noch stehen habe. World of A 1988 habe ich noch drin stehen. Der kann richtig schön das malen, also ich weiß nicht. Ich guck mir das persönlich gerne an. Ist sicherlich jetzt nicht jeden seine Lieblingsbeschäftigung, jemanden seine Bilder anzugucken, aber ich find's schön. Ich guck das gerne. So, mehr habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht drin. Nö. XXX Freakout XX habe ich noch drin stehen. Oder habe ich den jetzt rausgenommen? Weil er meinte, er hätte jetzt doch keine Lust mehr auf YouTube und geht nicht mehr so wirklich auf seinen Kanal drauf. Aber er hat einen, also. Den hat man kurz gesehen in Real Life in mein Rikawa und Freunde in Coburg Video. Und er wollte eigentlich auch Videos machen, aber anscheinend hat er da jetzt doch nicht so die Lust drauf, aber ja, könnt ihr trotzdem mal vorbeigucken. Eigentlich hat er nur ein Video gerade drinne. Boah, Musik-Switch. Nur ein Video drinne, wo er sich kurz präsentiert, wo man ein Bild von ihm sieht und wo er euch zeigt, was er mag, was er nicht mag und so weiter. Ja, bla, ne? Ich habe auch gar nicht auf die Uhr geguckt und weiß gar nicht, wann die Zeit rum ist. Dum dum dum. Die geile Motorradmusik, yeah! ja, ich bin irgendwie richtig froh, dass ich letztens jetzt durch hab. Yeah, yeah. Wann sind denn die scheiß Credits mal zu Ende? Mike Schmidt. Patrick Oluwamike. Wie spricht man das aus? Dexchen. Flavia Timiani. Oh, das ist ein geiler Name. Monica Della Valle. Guillaume Bahuin. Anna Messenger. Lord Diet. Ja, viel Spaß dabei. Letia Van Jebel. Oh Mann, ich hab's nicht ganz hinbekommen. Ich sollte da nicht mitsingen. Ich kann sowieso nicht. Yeah. Also, ihr habt jetzt nicht in die Kommentare reinzuschreiben, dass ihr das langweilig findet, weil ihr hättet ja wegschalten können, ne? 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 Aha. Ja. Ich könnte auch mal sagen, was ich mag und was ich nicht mag. Obwohl, wenn ich jetzt mal getaggt werde, wie ich es schon mal geworden bin. Oh Gott. Dann habe ich keine Ideen mehr. Ja. Dung. Joshua Pfeiffer. Oh, jetzt muss ich an Chrono Crusade denken. Joshua. Ich mag Chrono Crusade, ich mag Animes. Oh, was das jetzt? Darf ich aufhören zu reden? Oh, nee, ich will noch nicht reden. Geht jetzt von vorne los? Ist das die da von vorne? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon, warte, ich guck mir einfach mal an, wie das. Ja, komm. Ja, Spiel beendet. Hübsches Bild. Oh, cool. Das ist schön. Na, jedenfalls, vielen Dank fürs Zugucken nochmal. Zum dritten Mal jetzt schon gesagt. Und wir sehen uns dann in anderen Videos, wenn ihr weiter guckt. Ciao, euer Rikawa.